Da sitzt die Sandra drin von Etrusco. Sie ist Produktmanagerin und wir sitzen im V5.9DF. Ja, D wird uns die Sandra gleich mal erklären. F steht auf jeden Fall für Ford. Eine Kulturrevolution, zumindest mal bei Etrusco, ein Ford hier vorne zu sehen, das Ganze auf Wunsch sogar mit Automatik und starkem Motor. Die Vielfalt zieht zumindest mal einen bei den Nutzfahrzeugmodellen, also bei den Basismodellen. Hier ist die Sandra. Ich grüße dich, Sandra. Hallo. Du sitzt hier drin wie in einem großen SUV, wie auf dem Thron so ein bisschen, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Also Sitzkomfort ist hier auf jeden Fall gegeben. Jetzt habe ich gesagt, steig mal ein, mach's dir mal gemütlich. Darf ich mal deine Beine zeigen? Mhm. Du bist jetzt in einem Schaltgetriebe drin. Ja. Der ist extrem übersichtlich. Was man sieht, ist zumindest mal, dass der Spiegel, der hat keine Verbreiterung. Die brauchst du gar nicht hier, oder? Nee, hier haben wir eine Aufbaubreite von 2,14 Meter. Daher haben wir hier auch die kurzen Spiegelarme und man sieht hier wirklich alles perfekt nach hinten. Ne? Das ist sehr handlich, weil gerade Frauen, die sagen, ach, so ein großes Ding fahre ich nicht. Wenn sie da mal drin sind, gerade bei dem hier, der fährt sich wie ein PKW fast, oder? Also fährt sich wirklich wie ein PKW. Man fühlt sich wirklich super wohl beim Fahren auch. Also man gewöhnt sich auch sehr schnell an die Höhe, an die Breite. Also man möchte dann danach auch gar nichts anderes mehr fahren. Gut, du bist ja auch Produktmanager, du musst das ja sagen. Man will denn nur noch Etrusco fahren. Ja, Ford, ihr habt quasi seit einem Jahr seid ihr damit schwanger gegangen, habt in die Planung da rein. Das Ganze ist sehr aufwendig. Das ist nicht mal nur mal ein neues Auto holen. Alles musste geändert werden, oder? Ja, also wir mussten ja natürlich auch die Grundrisse anpassen. Wir haben hier mit dem Ford auch neue Radstände bekommen und dadurch natürlich auch ein bisschen die Grundrisse auf die Radstände anpassen, sodass wir dann eben auch wieder ein funktionales und ein schönes Reisemobil auch kreieren können. Ja. Ich zeige mal gerade die Armauflage, das ist sehr schön. Du hast einen höhenverstellbaren Sitz. Ihr habt eine Drehkonsole hier drauf gebaut. Wichtig ist ja auch zu zeigen, es gibt eine Besonderheit bei der Handbremse, denn du kannst sie anziehen und dann wieder runter machen. Ja. Das geht bei Fiat nämlich nicht. Und sie ist auf der, ich sag mal, linken Seite. Sie steht nicht im Weg, wenn du drehst. Ja. Also man zieht sie an und zieht sie dann wieder runter und das ist sehr ungewöhnlich. Dann hast du ein ganz tolles Lenkrad, Multifunktion. Ja. Definitiv, also Freisprecheinrichtung hier mit dabei, lauter, leiser, dann eben auch während der Fahrt, dass man dann eben auch das Radio dann dementsprechend auch steuern kann. Hier alles fürs Licht auch mit dabei, also auch wirklich alles schön in Greifnähe, sodass man auch hier wirklich bequem während der Fahrt alles steuern kann. Der Wagen ist so dermaßen leise, wir werden den gleich nochmal kurz starten. Der hat ja noch ein Xcent großes Navigationssystem auf Wunsch, das heißt, der ist die Basisausstattung, aber ihr habt den ein bisschen abgegradet, oder? Wir haben den ein bisschen abgegradet, genau. Wir haben jetzt hier noch das Xcent-Navigationssystem mit inkludiert in das Fahrzeug. Regulär wäre jetzt hier zum Beispiel eine Single-DIN-Ausstattung vom Radio her, genau. Und dass wir hier das kleine Radio, gell? Ein Schacht. Von Ford, genau. Und haben jetzt hier eben noch eine Navigationsfunktion mit eingebaut. Also auch hier wirklich alles, was man für die Fahrt auch benötigt. Ja, die meisten kennen ja nur den Fiat Ducato jetzt in der neuen Ausstattung 8, der auch ganz hervorragend ist. Aber der Ford hat natürlich einen großen Vorteil. Muss man fairerweise sagen, die Aufpreisliste ist gerade was den neuen Motor angeht, den großen Motor und das Automatikgetriebe sehr gering. Das heißt, man zahlt wenig. Also da haben wir dann wirklich einen Vorteil mit dem Ford. Das muss man ganz klar sagen. Gerade mit den 170 PS in Verbindung mit Automatikgetriebe haben wir wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hier nochmal rausholen können. Wenn man dann hier noch zum Beispiel noch eine Komplettausstattung wie die Complete Selection dazu nimmt, hat man eigentlich schon alles dabei, was das Herz begehrt für das Fahrzeug. Sag es, schrei es raus. Was kostet der in der Grundausstattung? 45.699 in der Grundausstattung. Nochmal. 45.699. Das ist eine Frechheit. 45.699. Dafür kriege ich das Auto hier. Allerdings, hier sind noch ein paar Extras drin, da werden wir gleich mal drauf eingehen. Muss man aber nicht haben. Complete kostet ungefähr 6-7 mehr. Ja, das sind wir ungefähr bei 9.999 mehr, aber halt 10.000, okay. 10.000, ja. Aber da ist dann wirklich auch sehr, sehr viel Zubehör auch mit dabei, dass wir da auch nochmal einen Preisvorteil rausholen können, wie jetzt zum Beispiel ein TV-Paket, die Markise ist mit dabei, die schwarzen Alufelgen sind auch schon mit drin in der Complete Selection. Und noch die zweite Außenstauraumklappe und vieles, vieles mehr. Natürlich dann auch die Type-X-Ausstattung mit der Wohnwelt in Emilia, also einem helleren Polster und den hellen Dachschrankklappen in Hochglanz Magnolia. Super. Sind da auch noch mit inkludiert. Und natürlich auch das Multimedia-Paket mit dem X-Navi ist dann auch mit dabei.
Habe ich eben mal gerade versucht zu filmen in der Reflexion. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Das ist GFK und zwar jetzt ganz neu bei Ford auch die Seitenflächen. Hinten GFK, unten drunter GFK, das Dach GFK. Jetzt wollt ihr es wissen, oder? Und die Seitenwände GFK, genau, jetzt wollten wir es wissen. Ja, komplett GFK. Das ist bei den Fiat-Modellen, ist, glaube ich, die Seitenwände sind nur aus Alu. Der Rest ist schon aus GFK. Das ist schon da. GFK hat natürlich einen Vorteil. Es ist extrem strapazierfähig. Es ist nicht ganz so glatt wie Alu. Siehst du aber nur, wenn du genau von der Seite drauf guckst, oder? Ja, das schon. Also muss man ganz genau hingucken. Vorteil von GFK ist halt auch natürlich, dass es einfach in der Reparierbarkeit sozusagen ist. Also wenn jetzt zum Beispiel mal ein Hagelschaden sein sollte, dann kann man das ganz schnell auch reparieren oder eine in der Seitenwand beispielsweise, lässt sich dann wirklich schnell in der Werkstatt dann auch ausmerzen. Ja, kommt aus dem Bootsbau. Glasfaserverstärkter Kunststoff heißt das Ganze. Wir haben ja interessanterweise 2x11 Kilo. Du machst viel Sport? Ja. Sehr schön. Dann fällt dir das ja auch nicht schwer, die Gasflasche hier hoch zu wuchten. Wenn du das mal kurz öffnest, bitte. Das ist das Gasfach. Ist nicht so ganz so tief, muss man auch fairerweise sagen, aber 2x11 Kilo gehen rein. Es passen sogar auch andere Gasflaschen, wenn man zum Beispiel an den französischen Markt denkt oder wenn viele Kunden auch in Frankreich beispielsweise unterwegs sind. Da passen dann natürlich auch andere Maße rein mit zum Beispiel 13 Kilo Gasflaschen. Ja, ich habe jetzt in einem Fiat Ducato mir eine Tankgasflasche nachrüsten lassen, allerdings in Polen. Bitte da auch mal genau, ihr habt 50 Fachhändler, die können da so einiges, was erlaubt ist und was nicht, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Könnt ihr ja mal fragen, aber das ist so ein bisschen angelegt. Ihr baut diese Fahrzeuge in großen Stückzahlen mit wenig Varianz in der, ich sag mal, in der Einzelausstattung. Man kann ein paar Sachen mit dazu wählen, aber das macht diesen Preis auch aus. Das heißt, meistens sind die schon relativ volle Hütte, wie zum Beispiel Heckgarage, mach mal bitte auf. So, das Besondere ist, ihr habt noch eine richtige Heckgarage. Auf der rechten Seite ist sogar noch ein bisschen größer. Da passt mal mindestens ein E-Bike rein von der anderen Seite. Aber ihr empfehlt, sich auf dem Markt mal ein bisschen schlau zu machen. Es gibt ganz tolle Faltbikes, auch elektrisch. Ja, definitiv. Aber es passt auf jeden Fall rein. Wir haben hier eine Zuladung von bis zu 150 Kilo. Also kriegt man auf jeden Fall mal ein E-Bike mit rein. Lass es ruhig mal aufhinden. Gucken uns mal das Heck an. V5.9 DF, daran müssen sich die Leute gewöhnen. DF steht nochmal für? Also das D für ganz klassisch Doppelbett und das F, wie du vorhin so schön erwähnt hast, für den Ford. Genau, dass man auch hier weiß, also 5.9, die Längenindikation mit 5,99 Meter. Das V für den Van und das DF dann eben für den Doppelbettwagen auf Ford. Ja, das heißt also 5.9 heißt ungefähr 5,90 Meter, also plus minus ein paar Zentimeter. Und es ist so, dass man ganz viele Sachen sinnvollerweise auch mitbestellen sollte, wie zum Beispiel die Kameravorbereitung. Jetzt ist hier schon eine Kamera drin. Ja, genau. Also Rückfahrkameravorbereitung kann man auch jederzeit ab Werk mit dazu bestellen, die man dann auch nachträglich dann natürlich die Kamera dann auch nachrüsten kann. Oder über die Complete Selection kommt schon mit dazu. Also nochmal, ich krieg den nicht ohne GFK, der kommt immer mit komplett GFK. Mhm, genau. So, die Thule Omnistor, auch das ist ein Aufpreis, aber steht dem Auto sehr gut. Sie steht sogar ein bisschen drüber, die Länge perfekt eigentlich, oder? Genau, also man kann dann wirklich auch schön die Markise ausfahren, auch wenn es regnet beispielsweise und die Tür auflassen. Ne? Also passt sich hier auch wirklich super an das Fahrzeug an. So, bitte mal öffnen, nochmal hinten, dann schauen wir da nochmal rein. Und ihr habt interessanterweise hier, ist das jetzt ein Aufpreis, dass die Fenster bündig sind hier in dem Fall? Das sind jetzt Rahmenfenster tatsächlich hier bei dem Fahrzeug verbaut. Ist Aufpreis, ist aber auch in der Complete Selection mit schon dabei. Okay, das hier ist so ein, ich sag mal so eine grundsätzliche Mischung aus Complete Selection und dem anderen. Genau. Denn viele möchten nämlich das Holz noch innen drin haben. Das heißt, ich bekomme quasi, Type X ist ja eine weiße Ausstattung innen, hier habe ich eine Ausstattung mit noch relativ viel Holz. Ich kriege den aber auch so ausgerüstet wie Type X, wenn ich das will? Ja, geht auch. Also Type X kann man auch jederzeit mit dazu bestellen, unabhängig von der Complete Selection. So, ihr habt den Schiffsbodenoptik drin? Ja, genau. Den kennen ja viele bereits auch schon. Den haben wir auch bei unseren Fiat-Modellen, haben wir jetzt auch hier wieder mit aufgenommen. Komm, wir gehen mal rein. Denn der Grundriss ist schon ein bisschen anders wie der, den wir eben dann mal gezeigt haben. Denn wir haben hier ein Quer-Doppelbett. Kann mich eben noch daran erinnern. Wir hatten ja einen Grundriss, den es ja auch noch hier gibt. Bevor ich jetzt durcheinander komme, der hat ein französisches Bett rechts hinten, ja, der auch sehr, sehr offen ist. Das hier ist jetzt so eher so ein klassischer Grundriss, sage ich mal, mit
Ja, vorne eine ganz normale Dinette mit dabei. Was auch spannend ist, ihr habt eine Tischverlängerung. Mhm, die genau. Ist hier schon montiert. Die ist ja hier schon montiert, genau. Die kommt dann auch natürlich mit dazu. So, und das ist die Holzfarbe, die in Verbindung mit dem Grau doch sehr edel aussieht. Doch, also es wirkt wirklich sehr stimmig in sich. Also hier war es uns auch wichtig, gerade beim Ford, auch wieder das italienische Design, das ja viele auch schon kennen von unseren Fiat-Modellen, auch hier wieder mit aufzunehmen. Ich finde die Polsterfarbe auch schick, muss man sagen. Es muss nicht immer das Weiße sein. Also man kann diese Holzfarbe, die Polsterfarbe wählen und die Extras nachrüsten. Das geht auch, oder? Das geht einzeln. Auch, genau. Also in der Standardausstattung kommt das Fahrzeug immer mit dem grauen Polster, also dem sogenannten Roster und den Dachschrankklappen. Man kann aber auch jederzeit natürlich über Type X eine andere Wohnwelt wählen. Ja, ungefähr Marktanteil Type X. Viel? Viel. Viel. Okay. Also ich habe gehört, weit über 70% war es irgendwann mal da. Und ja, wenn du mal so lieb bist, vorne mal einsteigst, die Tür mal vorne schließt, dich mal hinsetzt und den Motor mal startest. Denn was ganz Besonderes ist bei dem Fahrzeug wirklich die Geräuschdämmung, die ab Werk schon mitkommt bei dem Ford, die es erlaubt, auf einem Geräuschniveau zu arbeiten, sodass, wenn man startet, man nicht das Gefühl hat, man fährt einen Traktor oder sowas. Ja. Das stimmt. So, und die Stufe. Fahre ich mal hoch, dann piepst es auch nicht mehr. Es ist sehr leise, wir haben sogar noch die Aufbautür offen. Mhm. Es ist so leise, dass man den Motor kaum hört, oder? Wirklich, also man kann sich auch noch super unterhalten, wenn der Motor noch läuft. Also man hört ja alles. Auch wenn man jetzt telefoniert beispielsweise, ist dann doch der Motor super leise, dass man doch auch bequem noch telefonieren kann. Ja, in Verbindung mit dem X-Sense-System, was dabei ist, ja. Das kriegt man auch ab Werk auf Wunsch? Das ist in der Complete Selection mit dabei. Ist da Complete Selection. Gibt es nicht einzeln? In der Complete Selection. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, warum wir das zeigen. Ihr habt ja nicht jedes Modell hier viermal da. Deswegen zeigt ihr ja auch den Händlern, die hier sind, auch einmal die Polster in der Form in Verbindung. So ein kleiner Mix. Also wenn ich Complete Selection hole, dann kriege ich auch das System. Ja. Auch das gibt es fairerweise am Markt einzeln. Wenn man sich an seinen Fachhändler wendet und sagt, ich kenne genau das Radio, dann kriegt man das auch mit der Holzfarbe, oder? Also über Etrusco Originalteile und Zubehör kann man natürlich auch ein Multimedia-Paket jederzeit nachrüsten. Habe ich heute gelernt. Ihr habt eine große Originalteile-Zubehörliste. Da sind auch zum Beispiel für Vans Träger mit dabei. Ihr habt was noch dabei? Also Fahrradträger. Dann haben wir dann zum Beispiel auch Außenisolierung für die Fahrzeuge, das dann mit dabei ist. Oder auch dann zusätzliches Kinderbett, das zum Beispiel über die Sitze gespannt werden kann. Also das sehr gibt's. Viel Zubehör über Originalteile Zubehör. Natürlich dann auch ein bisschen die Etrusco Lifestyle Collection haben wir auch mit dabei. Also dass man dann auch einen schicken Blouson, ein Strandtuch mit dabei hat, genau. Spannbetttücher habt ihr? Spannbetttücher haben wir auch. Also passend für alle Bettenmaße, extra vorbereitet. Kommen dann natürlich auch auf den Ford verfügbar. Toll. So, mach nochmal aus dem Motor, denn er ist wirklich sehr leise. Das wollte ich eigentlich mal kurz demonstrieren. Ja, Thema aus Service, Ford gibt es europaweit. Also für das Chassis allein, wenn da irgendwann mal was sein sollte, leider gehen sie kaum kaputt. Also auch sehr zuverlässig. Kann man das vergleichen? Ist es auf Fiat-Niveau schon, oder? Doch. Ja, also Fiat auch sehr zuverlässig. Was ich nie gehört habe, sind irgendwelche Motorschäden. Ja, wenn wir jetzt mal hier so durchgucken, der Grundriss, ist das ein Topseller bei euch? Es ist ein sehr beliebter Grundriss, weil wir hier wirklich auch ein bequemes Doppelbett haben auf 6 Meter. Wir haben jetzt hier auch einiges angepasst an diesem Grundriss, eben auch aufgrund des eingangs erwähnten veränderten Radstandes, den wir hier haben, sodass sich das eine oder andere wirklich auch vom Fiat-Modell, Vergleichsmodell unterscheidet. Ich habe es eben gesehen, der Radkasten steht teilweise an einer anderen Stelle, deswegen war der Gaskasten eben oben. Das war das, was wir gezeigt haben, aber wichtig ist ja die Vorwegnahme von Einwänden. Man ist hier halt auf 6 Meter. Also da muss man Kompromisse machen. Irgendwo muss das Rad ja auch hin. Aber trotzdem habt ihr es geschafft. Ihr habt eine Heckgarage mit drin. Mhm. Ihr habt eine Durchreiche. Steh mal gerade auf, bitte. Du musst mir ein bisschen helfen. Endlich mal eine etwas kleinere Frau. Ich habe normalerweise immer so ganz, ganz große Männer hier, 1,85 Meter. Es gibt ja nicht nur ganz große Männer, muss man auch sagen, und Frauen, sondern es gibt ja auch Leute, die ein bisschen handlicher sind. Mhm. Für dich ist das Auto riesig, oder? Wenn man hier Stehhöhe ansieht, oder? Also für mich ist es schon groß, ja. Also genau, also jetzt
für Leute ein bisschen mit einer kompakteren Größe, sagen wir mal so, haben wir hier eine super Höchststühle, aber auch für größere Personen. Es geht mir mehr darum, dass die Leute immer kommen und sagen, naja, ein Querbett, das ist ja viel zu klein. Das würdest du jetzt nicht behaupten, oder? Nee, also das würde ich jetzt in dem Fall nicht behaupten. Ich passe sehr gut rein, aber natürlich auch, wenn man ein bisschen größer ist, passt man auch super rein. Ja, wir haben den Philipp mal ahlen lassen auf dem Querbett, hat funktioniert. Mhm. Hier kann man eine Kaffeemaschine hinstellen. Hast du einen Thermomix? Ich habe keinen Thermomix tatsächlich. Hast keinen Thermomix? Nein, aber natürlich könnte man hier auch einen Thermomix hinstellen. Also hier ist wirklich viel, viel Platz in der Küche. Oder die Kaffeemaschine kann man hier auch super wunderbar anstellen. Alles. So, Bedienpanel, CBE, da habt ihr keine Experimente gemacht. Wir bleiben in Italien. Ist auch gar nicht so weit weg, oder? CBE? Ja, ist in der Nähe. Das Ganze soll ja auch nachhaltig sein. Hier ist der Fernseher drin. Wir haben den Fernseher verbaut, genau. Also auch den gibt es optional dazu, beziehungsweise über die Complete Selection schon mit inklusive. Ja, lässt sich auch drehen, sodass man ihn vorne und hinten benutzen kann. Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel keinen Fernseher mit bestellt ab Werk oder über die Complete Selection, dann bietet sich das Fach natürlich auch zum Beispiel super für Olivenöl, Essig, alles, was man zum Beispiel zum Kochen benötigt, auch an. Oder die Kaffeemaschine. Oder die Kaffeemaschine, genau. Ja, das heißt, mach mal oben auf, dass wir einfach mal in so ein Fach reingucken. Da habt ihr was Besonderes, ihr habt Häfele-Beschläge drin, also genau. Hier zwei Stück in dem Fall. Das Ganze verriegelt auch mit einer leichten Spannung. Dann habt ihr hier solche Puffer, die sind montiert. Da kriegt der Kunde auf Wunsch auch noch ein paar mit oder vom Händler, oder? Bestimmt, also vom Händler da auf jeden Fall. Und das Schöne ist natürlich auch hier Soft Close. So, die auch tatsächlich schließen. Ja. Das ist so, das ist das große Kombi, Koch und... Ja. Genau, Spülfeld von Dematic. Genau, hier auch einfach anschalten. Man kann hier bequem alles kochen. Also hier ist genug Platz und dann natürlich auch hier nochmal über die integrierte Spülfunktion, dass man dann auch hier gleich nochmal alles schön sauber machen kann. Und hier auch neben der Kocher-Spülen-Kombination auch natürlich ausreichend Platz, um alles vorzubereiten. So, ich fasse mal zusammen. Das hier ist so ein bisschen der Konkurrent zum Kastenwagen, muss man klar sagen. Die Breite ist fast die gleiche. Ja. Es ist klar erkennbar als Camper. Also das ist für Leute, die vielleicht ein ganzes Jahr mit rumfahren, du fährst immer mit dem Camper rum, erkennbar. Mhm. Der Kastenwagen so ein bisschen mehr automotiv. Kastenwagen laufen auch sehr gut bei euch, oder? Laufen auch sehr gut. Wie gesagt, auch sehr ein automotives Design. Hier beim Van haben wir einfach so eine Vorteilhaftigkeit von zwei verschiedenen Baureihen kombiniert. Einerseits von den Teilintegrierten, aber auch vom Campervan. Also einerseits die schmale Aufbaubreite, aber dann auch nochmal wieder die Heckgarage mit der Zuladung. Also deswegen sagen wir mal ganz genau, der Van ist sozusagen das Beste, verbindet das Beste aus beiden Baureihen. Man hat hier wirklich auch vollkommene Flexibilität, wenn man unterwegs auf Reisen ist. Man findet hier super Parkplatz, also auch von der Höhe, von der Länge her. Und man hat hier wirklich auch viel Stauraum, sodass man hier auch alles unterbringen kann, was man während der Reise mit dabei hat. Hier sehen wir auch unser funktionales Vario-Bad sozusagen. Das lässt sich mit einem einfachen Handgriff dann auch umklappen, sodass wir hier auch die Dusche gleich mit dabei haben. Ja, krass, wenn du mal so lieb bist, geh mal rein. Denn deine handliche Größe macht es erstmal sichtbar, wie viel Platz man hier hat. Philipp war eben drin, der passt da auch rein mit 1,85 Meter. Das ist das Rost, ist das Serie unten drin, das Holzrost? Das Holzrost ist immer mit dabei, genau. Wenn man gerade so lieb ist, das mal hochhebst, dass wir mal sehen können, wie schön das ist. Denn das hat mich direkt angefixt. So. Da ist es. Hier haben wir nur einen Schutz drauf. Ja, für die ganzen Leute, die reinkommen. Okay. Genau. So, das Klo ist auch riesig. Das Coole ist, ich würde dich mal bitten, wenn du mal gerade Platz nimmst auf der Toilette. Ich zeig mal gerade was ich entdeckt habe. Wenn du mal jetzt das Vario-Bad ein bisschen zu dir ziehst, ein kleines bisschen, dann kann man sich nämlich schminken. Guck mal. Ja. Das war jetzt das eben stimmt, bei Philipp hat es nicht gepasst, ja, weil ich gesagt habe, Philipp, da kannst du dich schminken. Aber es ist wirklich... Beziehungsweise zum Rasieren, das ist auch ganz praktisch. Ganz praktisch, man kann sich hinsetzen und kann sich wirklich nochmal sehen. Das also ist für, der Schminktisch von zu Hause. Dann kannst du deine ganzen Schminkutensilien kannst du rechts reinmachen. Guck mal hier. Genau. Ich glaube, das hat 6 Fächer. Nee, und in dem Fall nur 4. Was heißt nur? Also nur, also man bringt hier doch einiges auch unter. Da unten ist der Klopapierabroller, der ist auch ganz wichtig für Leute, die fragen, wo ist denn hin? Und das Vario-Bad, das ist schon enorm, aber das werden wir jetzt mal zeigen. Komm mal raus bitte und klapp's mal raus, dass wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Ah, jetzt kannst du duschen mit einer Größe, die auf 6 Meter wirklich enorm ist.
Genau, und dann natürlich, wenn man dann zum Beispiel nasse Handtücher hat, kann man dann auch jederzeit hier nochmal den Haken runterklappen und hier auch nasse Handtücher oder auch nasse Jacken aufhängen. Kann man auch leichte Kleidung mit während der Fahrt ganz leicht, ja, wohlgemerkt. Genau. So, natürlich steht alles auf LED. Hier vorne hast du nochmal zwei Kleiderhaken mit drin. Die vielleicht noch erwähnenswert sind die Sitze. Die habt ihr noch so designt, dass man also auch nicht kerzengerade drauf sitzt, sondern die sind leicht angewinkelt. Ja. Also auch hier nochmal ergonomisch natürlich auch wieder Wert auf Komfort während der Fahrt. Ja, ist sehr wichtig. Und natürlich auch auf Funktionalität. Wir sehen das auch hier. Wir haben jetzt hier neu für den Van auf Ford haben wir natürlich auch nochmal so einen LED-Steher mit aufgenommen. Kennt man bereits von unseren anderen Bauteilen. Schmaler jetzt. Ein bisschen schmaler, genau. Aber auch hier, wenn man hier nochmal das Licht anmacht, haben wir auch nochmal ein schönes Ambiente auch geschaffen, was auch nochmal so das von zu Hause, das Wohnliche dann auch nochmal mitgeben soll. Ja, es ist wirklich ein toller Preis, den ihr bei den Produkten immer wieder anstrebt. Sie schlagen ein wirklich stark beim Handel und Sie haben viel vorgeordert. Bitte? Sie haben viel vorgeordert. Ja, das auf jeden Fall, genau. Ja, hinten das Bett, da gibt es eine Leiter mit dabei. Wenn du unten mal bitte aufmachst, müssen wir mal kurz reinschauen. Da ist nämlich nochmal ein kleiner Kleiderschrank. Da ist der, wenn du den mal gerade hochziehst, oben den Rausfallschutz von oben. Denn da gibt es so einen Kinderschutz, dass die nicht abstürzen können. So, da ist der Schrank. Und der Schrank geht nochmal rechts um die Ecke rum. Das heißt, da hat man richtig viel Platz. Wenn man es hochhebt, kommt man sogar von oben ran. Ja. Habe ich gesehen. Und auf der rechten Seite, da geht es dann nochmal von oben, kann man reingucken. Da ist sogar die Garage hier nochmal da. Ganz interessant. Ich zeig's mal gerade. Da kann man durchreichen und kann sogar Sachen transportieren, die sehr hoch sind. Ja. Also während der Fahrt, indem man einfach die Matratze hochklappt, ja, und das Ganze dann von innen von der Garage aus her transportiert. Ja. Habe ich das gut erklärt? Auf jeden Fall, sehr gut. Dankeschön. Ja, der Kühlschrank, den haben wir eben schon mal kurz gezeigt. Da habt ihr euch für den breiten Tedford entschieden, der wirklich viel Volumen hat, im Vergleich natürlich zu dem schmalen von Dometic, der doch ein bisschen kleiner ist. Wenn du den mal gerade öffnest, bitte. Hier oben ist die Besteckschublade, die kennst du ja noch. Genau. Damals, da darf natürlich der Korkenzieher auch nicht fehlen. Du bist jetzt kein Rotwein-Fan? Nee. Aber ganz gern mal vielleicht zum Essen. Mal, okay. Unten drunter, was ist da? Genau, da haben wir auch nochmal ein zusätzliches Fach, auch nochmal zusätzlich Stauraum. Mülleimer ist auch gleich mit an Bord. So, das ist übrigens, wir stehen sehr schräg im Moment, deswegen ist das so. Dann eine Besonderheit auf 6 Meter, ein großer Kleiderschrank, der nochmal da ist. Der ist jetzt auch hier neu bei Ford mit dabei. Also wenn man hier einmal aufmacht, wirklich viel Platz, auch nochmal einzelne Kleidungsstücke auch aufzuhängen. Toll. Aber hier heißt es nicht am längsten, am besten, sondern wie jeder will. Also der eine will 6 Meter. Der andere möchte vielleicht doch lieber ein längeres Fahrzeug. Also hier haben wir dann wirklich auch für jeden was dabei, sagen wir, von der Länge, von der Ausstattung. Ich muss also noch mal eine Lanze ins Feld werfen für das Thema Vorhang. Ich bin großer Fan von Vorhängen. Das hat nämlich den Vorteil, dass du natürlich noch mal eine Wärme- und Kälteisolierung drin hast, automatisch mit drin. Klar, man kann auch vorne die Verdunklung mit reinmachen, aber der Vorhang, der hat schon was. Mich hast du überzeugt, jetzt brauche ich nur das nötige Kleingeld dafür. Was mich natürlich fasziniert, ist natürlich das neue Zugfahrzeug. Also für Leute, die jetzt vielleicht Fiat nicht so toll finden, soll es ja geben. Denn nicht nur Fans, die haben jetzt zumindest mal einen Ford. Und das Ganze sieht sehr bullig aus, also von der Front her eher so, ist das so ein kleines bisschen maskuliner? Es ist ein bisschen markanter. Also es ist natürlich auch durch diesen Ford-Kühlergrill auch nochmal, also markanter von der Form her, auch aus vom Chassis her, die Form, also dass auch natürlich der ein oder andere sich viel mehr durch diese Form auch angesprochen fühlt. Ja, Fliegengitter, das habt ihr benutzt in Frankreich? Ja, haben wir genutzt, haben wir auch hier mit drin. So, weg ist sie. So, ich gehe mal nach vorne, komm mal mit, dann zeige ich mal gerade das ganze Fahrzeug nochmal komplett. V5.9 DF. Wir sind auf der Pressevorstellung von Etrusco in der Nähe von Florenz. Es gibt Schlimmeres. Jetzt ist zum Glück auch ein bisschen bewölkt. Das erleichtert uns das Leben enorm beim Filmen, was da ist. Die große Meute kommt aber morgen, oder? Ja, also morgen haben wir dann doch noch den einen oder anderen noch mit dabei. Das heißt, wir werden gleich mal einen Rundgang machen. Ja, sind einige Fahrzeuge schon weg zum Test? Die sind schon unterwegs, ja, genau, zum Test. Also wir haben einen Großteil noch hier, aber ein Teil ist natürlich schon auf der Straße. Morgen auch weiter auf der Straße. Die fahren, hier steht er. Ja, Weltneuheit, der V5.9
DF, genau. Sie nickt, Modellvariante 2023 zusammen mit der Produktmanagerin von Etrusco, Sandra. Mhm. Vielen Dank, Sandra. Und hier steht ja der V6.6 SF. Das ist so der große Bruder, sage ich jetzt mal, auch genauso kompakt in der Breite. Ja, genauso kompakt. Also auch hier 2,14 Meter Breite insgesamt. Sieht man auch an den kurzen Spiegelarmen, die wir hier vorne am Chassis auch wieder haben. Was mir gut gefällt, sind die Proportionen von den Fahrzeugen. Also speziell von dem 6 Meter. Die Proportion finde ich sehr sportlich, also für ein Reisemobil. Hier geht es auch wirklich noch. Also es gibt ja viele, die also wirklich ein unglaublich langes Heck haben, das natürlich extrem wichtig ist, um die Achslasten zu verteilen. Ja. Das heißt also, weil hinten gerade das Heck, da wird ja oft mal ein bisschen was reingeladen, das entlastet die Vorderachse. Man muss da genau arbeiten. Ja. Es ist nicht so einfach, ich mache mal eben ein neues Reisemobil, oder? Nein, also tatsächlich nicht. Also wir haben da schon wirklich auch standen vor gewissen Herausforderungen, auch mit dem neuen Chassis. Aber rundum haben wir doch das ganz gut gemeistert. So, Sandra, wir werden noch ein bisschen was drehen. Jetzt haben wir kurze Pause. Ich zeige euch mal, was wir drehen. Du weißt es, der Integrierte, den hier werden wir zeigen, das ist ein Fiat. Auch der ist 2023 schon. Hat sich viel geändert? Ein bisschen was. Ein bisschen was, werden wir gleich mal erzählen. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss, danke.